Herzlich willkommen hier zu unserer Filmkritik zu Star Wars 8, die letzten Jedi-Ritter, hier beim Telestammtisch. Und das ist so ein Film, den bespricht man am besten mit jemandem, der den auch gesehen hat, um hier so ein bisschen irgendwie auch eine Interaktion zu haben. Das heißt, wir haben heute das erste Mal bei unserer Filmkritik auch einen Gast am Start und auch nicht irgendjemanden, denn jemanden, den wir schon mal bei der regulären Ausgabe vom Telestammtisch begrüßen durften. Den Marco, moin moin. Moin. Na, was geht? Was geht? Alles geht. Heute ist Star Wars Tag durch und durch. Ja, ich habe schon gehört, du hast heute schon dem einen oder anderen deine Meinung zu Star Wars gegönnt und gegeben. Allerdings erst jetzt die Möglichkeit, mit uns dann mal vielleicht auch ein bisschen detailverliebter in einem späteren Spoilerbereich drüber zu sprechen. Genau, richtig. Also bisher habe ich nur mit Einspielern gedient und meine kurze, wie das immer so 5 bis 7 Minuten, was immer so die Vorgabe ist. Und das habe ich heute mehrfach getan, aber komplett ohne auch nur Ansatz von Spoiler, was in diesem Fall sehr schwierig ist. Und mit dir bin ich endlich mal im Dialog, jetzt kann ich endlich mal wirklich was dazu sagen. Sehr gut. Vielleicht noch kurz, bevor wir auf den Film kommen. Ich habe gesehen, dass du mindestens mal 2 neue Projekte am Start hattest. Als du zuletzt bei uns gewesen bist, haben wir uns, hast du uns Wrestling vorgestellt über deinen Kappa Haters Podcast. Und jetzt gibt's auch noch mindestens 2 neue Projekte. Was hast du denn aktuell noch dabei? Genau, da wäre zum einen die Podcast-WG, eine Idee, die tatsächlich auf Twitter entstanden ist mit 3 anderen wunderbaren Leuten zusammen, das ist der Benne, die Sophie und der Steffen, und wir haben in einem Twitter-Gespräch irgendwann virtuell eine WG gegründet und dann hinter den Kulissen daraus ist die Podcast-WG entstanden und wir haben angefangen, das ganze Projekt bei Twitter mit Videosequenzen aus unserem WG-Leben zu teasen und das immer weiter vorangetrieben und haben es geschafft, noch vor Veröffentlichung der ersten Folge 200 Twitter-Follower zu haben. Ist auch geil. Und genau, das war einfach, wir haben, also was das Marketing angeht, waren wir da top aufgestellt. Und Podcast WG heißt, wir sind eine WG, die mittellos ist und deswegen einen Mitbewohner sucht. Und diese Mitbewohner, die sind im weitesten Sinne irgendwie alle medienschaffend. Also wir haben jetzt da den Reumeier gehabt, der mit dem Papercast-Podcast da über Comics redet. Wir hatten jemanden da, der über Twitch etwas macht, mit Videospielen, mit Computerspielen und. Halt, wir stellen die Leute vor, die gibt's immer Fragen, Hagel, und das Ganze ist immer so noch gewürzt mit so ein bisschen Hörspielaspekt. Also ihr guckt in den Alltag der WG rein und hört, wie wir dann die Leute casten, ob das ein potenzieller neuer Mitbewohner für uns ist. So haben unsere Gäste halt die Gelegenheit, sich vorzustellen und ihr Projekt vorzustellen, und wir treiben unsere Geschichte voran. Und sucht ihr denn auch Mitbewohner? Natürlich. Das heißt, man kann sich noch bei euch bewerben. Genau, bewerb dich sehr gerne. Und du musst mal bei uns gucken, wirklich, da sind so super lustige Bewerbungen reingegangen. Jemand hat schon gerappt und. Also es ist wirklich absurd toll, was da abgeht ab und zu. Wahnsinn. Also wir sind da sehr zufrieden. Auch die ersten Folgen sind super gut angenommen worden. Und ja, macht auch richtig Spaß. Und das zweite Projekt, das ist jetzt gerade die 2. Folge vor der Veröffentlichung, das ist Mindfuck, aber Fuck in dem Fall FAQ geschrieben, und da beschäftigen wir uns mit den Fragen, die einem immer wieder begegnen, gerade im Nerd-Alltag oder auch im Internet-Alltag. Die erste Folge ging um die neue Kommentar- und Miteinanderkultur bei eBay Kleinanzeigen, Spock und Co., was das inzwischen für merkwürdige Früchte trägt. Und in der aktuellen Folge geht's um die Frage, hört das Weihnachtsgefühl auf mit dem Verlassen der Kindheit? Das ist das, worüber wir uns heute unterhalten haben. Und die Folge wird jetzt in den nächsten Tagen eröffnet. Das mache ich mit dem Sascha zusammen vom Co-op Impact Podcast. Und ja, das läuft. Saugeil, da hören wir auf jeden Fall nochmal rein. Den kenne ich jetzt noch nicht, allerdings finde ich Weihnachten ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe schon gesehen, dein Twitter-Namen hast du auch geändert. Ich glaube, du stehst ein bisschen auf Weihnachten. Ja, absolut, ja. Momentan heiße ich, glaube ich, Marco Loves Xmas. Ja, genau. Also Weihnachten ist schon genau meins. Und das Schöne ist, dass mein Gesprächspartner, der Sascha, eher so der Gegenpart ist. Er ist nicht ganz der Grinch, aber schon so, dass er sagt, ich kann gut drauf verzichten. Und deswegen hat das ein ganz interessantes Gespräch gegeben. Und ich weiß, dass du, genau wie ich, die glückliche Gelegenheit hattest, dir vorab, um mal aufs heutige Thema zu sprechen zu kommen, dir die letzten Jedi, also Star Wars, die letzten Jedi hast anschauen können. Du warst gestern, ne? Genau, ich war gestern in der Pressevorführung um 12 Uhr in Köln. Ja, bei mir war es heute um 10 hier in Frankfurt und leicht versetzt. Das Embargo ist inzwischen auch schon rum, das heißt, wir dürfen da ganz offen drüber sprechen, wollen da draußen allerdings niemanden jetzt schon total wegspoilern. Das heißt also, wir werden uns jetzt hier einen
einen allgemeinen spoilerfreien Bereich vom unserer Kritik hier mal machen. Und das heißt also, dass wir hier die ersten Minuten, die könnt ihr euch einfach mal anhören, da passiert gar nichts, da gibt es nur so unsere Eindrücke und so ein bisschen eine allgemeine Bewertung des Films. Und in einem späteren Teil, den ich dann auch extra noch mit einer Kapitelmarke markieren werde, da geht es dann so ein bisschen ins Detail, ins Eingemachte, und da werden wir dann auch mal schauen, was uns im Detail gefallen oder eben vielleicht auch nicht gefallen hat. Als ich dich fand, sah ich hohe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Was das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars, die letzten Jedi. Ja, also wenn man sich über Star Wars 8 unterhält, dann weiß ich, dann muss man natürlich so ein bisschen auch die Geschichte mal anschneiden. Ich vermute mal, Teil 7, Episode 7 hast du auch gesehen, ne? Selbstverständlich. Also ich bin in dem Star Wars-Thema voll drin. Ich habe alles gesehen, außer die Zeichentrickserien Clone Wars und Rebels. Die habe ich nicht gesehen, aber die finde ich auch nicht so wichtig. Ja, das ist irgendwie ja auch mit der Übernahme von Disney. Ich komme auch so ein bisschen aus diesem Comic-Bereich. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel Sekundärliteratur, Comics, Bücher, whatever. Das ist ja inzwischen alles nicht mehr, also alles ist arg reduziert und gekürzt worden. Der ganze Kanon ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kleiner. Und ich glaube, die Serien, die du jetzt genannt hattest, die sind somit so eins der letzten Sachen, die dann noch mit dazugehören, seitdem das inzwischen von Disney eben auch ja, besessen wird. Und ja, worum geht's? Also man hat am Ende von Episode 7 ja gesehen, dass Rey jetzt auf der Insel ist. Auf der Insel, auf der der Jedi-Meister Luke Skywalker ja wohl anscheinend haust. Und sie vergibt ihm, will ihm sein Lichtschwert zurückgeben. Und ja, was macht sie da eigentlich, ne? Also das, sie versucht ihn zurückzuholen zur Rebellion. Genau. Luke als der letzte bekannte Jedi zu diesem Zeitpunkt gilt also als das Zeichen der Hoffnung. Und sie möchte halt Hoffnung in den Kampf zurückbringen. Also sie macht ja auch klar, dass sie relativ sicher ist, dass er nicht alleine natürlich die ganze Armee aufhalten kann oder die ganze First Order. Aber schon, dass er durch Hoffnung, die er den Leuten geben kann, das Ganze in die entscheidende Richtung lenken kann. Und möchte ihn halt dafür quasi zurückholen, gibt ihm das Lichtschwert. Und für mich kommt hier schon eine Szene, die einer der geilsten Lacher überhaupt ist, wie er damit umgeht. Ich meine, wie episch war das Ende von Episode 7, als sie ihm das Lichtschwert geben und dann wird ausgeblendet. Und dann fing ja Episode 8 jetzt mit dieser unglaublich guten Weltraumschlacht an, wo Poe Dameron ganz klar im Mittelpunkt steht. Und dann gibt es endlich die Szene auf der Insel, auf die alle gewartet haben seit 2 Jahren. Und was macht er? Er schmeißt das Lichtschwert weg.
Wie geil war das bitte? Und das ist kein großer Spoiler, sondern einfach nur so eine coole Situation. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung das geht. Also das ist schon richtig gut gemacht und das war für mich schon wahnsinnig cool, dass sie diese epische Szene einfach mal so, ja, komm, ne? Schön, dass ihr darauf gewartet habt. Das wäre so, als ob man, ich weiß nicht, hast du Walking Dead gesehen? Das Ende von Staffel 6, wo Negan offensichtlich jemanden totschlägt. Nee, aber ich weiß genau, worum es geht. Ich kenne die Comics und so. Also gut. Und dann hat man ein halbes Jahr gewartet und hat die ganze Zeit gerätselt, wer ist wo gestorben. Und wenn die da jetzt gezeigt hätten, hätte er einfach auf den Kürbis eingeschlagen. Das wäre ungefähr so das Gleiche gewesen. Ja, ist natürlich auch interessant. Also man merkt schon, Luke ist ja nicht der so klassische, erhabene... so weit gehen wir gleich gar nicht rein. Aber ich habe zumindest, ich will jetzt hier noch nicht so sehr ins Detail gehen, ich habe vorab ein Interview gehört mit Mark Hamill und da hat er gesagt, er versucht eben eine ganz eigene Interpretation des eines Jedi-Großmeisters zu bringen, eben etwas, was man so in der Form noch nicht gesehen hat und ich würde sagen, das ist ihm gelungen. Ja, absolut. Um das vielleicht auch zu unterstreichen, was du gesagt hattest. Ja, absolut, das zum einen. Und da können wir auch schon mal gleich, was möchte ich schon mal vorab bewerten, die schauspielerische Leistung von Mark Hamill ist der Wahnsinn in dem Film. Ja, also der hat sich im Laufe der letzten Jahre gemacht, wenn man überlegt, der war glaube ich 16 oder 17 beim ersten Film, was da noch vielleicht an Talent, also Talent vielleicht vorhanden, aber an Fähigkeiten gefehlt hat und was sich da im Laufe der Jahre entwickelt hat, was der auch vielleicht, dass er eben mehr ist als nur ein super guter Synchronsprecher, sondern eben auch zu einem echt guten Schauspieler gereift ist. Absolut. Hast du auch was gehört von wegen, das hatten Leute wohl in den Raum geworfen, eine Oscar-Nominierung wäre angedacht oder sinnvoll. Würdest du auch so weit gehen? Nein. Nein? So weit vielleicht dann doch nicht. Nee, so weit nicht. Zumal er in diesem Jahr auch, wenn ich die Golden Globes jetzt diese Nominierung gesehen habe, auch einfach da super starke Konkurrenz hätte. Nein, so weit ist es nicht. Es ist schon wirklich sehr, sehr gut, aber Oscar-reif, nein. Das vielleicht eher nicht, genau. Ja, also haben wir eben die Szenen, also quasi diesen ganzen Bereich mit Luke und Rey, die da eben auf dieser Insel sind und da miteinander interagieren, ohne da jetzt vielleicht noch zu viel zu verraten. Dann haben wir eben noch das ganze Team rund um Organa, also Leia, General Leia Organa, die begleitet wird von Pilot Poe Dameron, den wir eben auch kennen schon aus dem letzten Teil, meiner persönlichen Lieblingsfigur jetzt auch in dem aktuellen Film. Dann ist noch Finn dabei. Jede Menge Randfiguren, ganz viele tolle weitere Sachen. Und die, was ist überhaupt los mit denen? Was ist die vorantreibende Story? Die sind, das kann man durchaus verraten, die sind auf der Flucht. Und nicht auf der Flucht vor irgendwem, sondern nämlich vor der First Order. Der Ersten Ordnung, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und die werden... wer ist die First Order? Die kennt man ja, ne? Ganz vorne dabei Kylo Ren. Erstmal Snoke, ne? Und natürlich, genau, Snoke. Snoke auch, der dunkle Anführer, der... wenn man so will, die neue Version des Imperators, mit dem viel vorab spekuliert wurde, wo es viele Ideen gab, wie der in Zusammenhang mit den anderen Figuren steht, wie der vielleicht auch mit wem verwandt ist. Sagen wir mal, da wurde viel spekuliert, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Gehen wir später drauf ein. Und dann natürlich noch General Hux, gespielt von, ich glaube, den spricht man Domhnall Gleeson. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Domhnall. Und vor denen sind die halt auf der Flucht und das ist quasi so ein Scharmützel. Mal die einen, mal die anderen. Es wird viel geschossen zwischendurch. Viel mehr. Da erkennt man auch schon gewisse Spannung zwischen General Hux und Kylo Ren, gespielt von Adam Driver. Dass der General versucht, ihm ja so ein bisschen den Rang abzulaufen. Und man verrät ja auch nicht so viel, wenn man sagt, dass Kylo Ren jetzt gerade nicht ganz oben in der Liste bei Snoke steht, weil der ja am Ende von Episode 7 tatsächlich ja Rey abhauen lässt quasi. Er kämpft ja gegen sie, wird sogar verwundet. Und das kann man schon mal sagen, ohne zu spoilern, das findet Snoke natürlich relativ ungeil. Ne? Was mich auch sehr gewundert hatte. Also es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass er auch nicht sonderlich krass sein kann. Denn er wird quasi besiegt von einer Frau, die gefühlt eine halbe Stunde vorher die Macht überhaupt erst entdeckt hat. Und die scheint ihm in dem Moment bereits ebenbürtig zu sein, was kein gutes Licht auf ihn wirft. Nee, klar. Liegt aber daran, und auch das ist nicht so weit gegriffen, das merkt man ja auch schon im ersten Teil, also in Episode 7 in dem Fall, dass er einfach hin und her gerissen ist, dass er gar nicht genau so seinen Platz weiß. Der Dialog, bevor er dann mit seinem Vater das macht, was er macht, ist ja einfach mal auch so hingeht, dass er noch hin und her gerissen ist und der wirkt ja nicht so richtig überzeugt von dem, was er tut. Der ist ja eine ganz andere Art von ausführendes Organ, als es zum Beispiel ein Darth Vader war.
Ja, er ist mehr so ein, er ist auch selber noch nicht so gefunden. Er sucht ja zu, unter anderem ja Rhea auch, suchen ja beide so ein bisschen noch ihren Platz im Universum und wissen noch gar nicht so genau, ja, was ist jetzt eigentlich ihre Aufgabe, was müssen sie tun, wo haben sie sich einzuordnen oder was für eine, ja, einfach für eine Position haben sie überhaupt. Also eine sehr ambivalente Figur, die da Adam Driver auch spielt, wenn er den Kylo Ren präsentiert. Und macht mir viel Spaß. Also bevor wir jetzt auch kurz auf die Handlung eingehen, ich würde vielleicht mich jetzt eher so ein bisschen an den Figuren mal so langhangeln und mal so den einen oder anderen rausgreifen und da vielleicht so eine allgemein was zu sagen. Ja, natürlich ganz vorne dabei die weiterhin Protagonistin, auch wenn aus meiner Sicht der Fokus ein bisschen zurückgenommen worden ist, ist ja Daisy Ridley, die uns die Rey spielt. Ja. So, was meinst du denn? Also ich denke, was ist Rey für dich? Ist das eine Figur, die die eine Entwicklung erfährt? Das kann ich nicht beantworten, ohne eine der wenigen Kritikpunkte an dem Film zu nennen. Also ja, eine Entwicklung ist da, aber ich finde, wenn man dem Film Längen zusprechen muss, geht es unter anderem da um sie. Dieses Hin und Her, dieser Dialog, mit dem sie dann verschiedene Charaktere trifft und mit sich selber, um diese Entwicklung durchzumachen und ihren Platz zu finden, ist meiner Meinung nach dann doch ein bisschen zu lang. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, komm, jetzt komm zum Ende, ganz so schlimm war es nicht. Aber als ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe, war jetzt alles super, müsste ich das als eine der Kritikpunkte nennen. Eine Entwicklung ist da, aber sie zieht sich doch ganz schön. Mhm. Ja. Ist auch, mir fällt auf, das ist irgendwie vielleicht komisch, ne? Aber mir fallen ihre Klamotten auf. Es ist irgendwie komisch. Das sieht aus wie so ein Putzlappen. Ich weiß nicht. Also, okay, vielleicht passt es nicht her, aber ich sag nur, also das ist eine Sache, die fällt mir auf jeden Fall auf. Und ja, also ich habe halt vorab jede Menge Videos gesehen, wie sie so Trainings machen, also die Schauspielerin, wie die so Trainings macht für die Kämpfe. Ja. Das sah sehr beeindruckend aus in den Videos. Und wir sehen ja auch den einen oder anderen Kampf, ja eben Lichtschwertkampf. Und die sind allesamt nicht schlecht, aber nicht auf dem Niveau anderer Filme, die ich bereits vom Franchise kenne. Wie findest du denn da so ihre Performance, was die Kämpfe angeht? Ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Den Hauptlichtschwertkampf, den du sicherlich meinst, der ist qualitativ nicht annähernd so wie der von Obi-Wan und Qui-Gon gegen Darth Maul in Episode 1 zum Beispiel. Mhm. Der musikalisch besser inszeniert wurde, der von der Umgebung her besser inszeniert war, der war jetzt einfach nur rot, die Umgebung. Und auch choreografisch war das nicht so ganz weit vorne. Ich glaube aber nicht, dass man ihr unbedingt da den Vorwurf machen muss. Ich denke mal schon, dass sie das drauf hat und die Bewegung drauf hat. Sie geht ja auch mit dem Lichtschwert sehr behende um. Aber es sind halt merkwürdige viele Schnitte und da ja mehrere Personen beteiligt sind, springt es auch so oft hin und her, dass man es gar nicht so richtig sehen kann. Wahrscheinlich wäre das im Extended Cut die ultimative Kampfszene gewesen. Nur mussten die ja beide oder alle drei oder zwischendurch alle 8, 9 Charaktere, die da rumspringen, irgendwie mit reinziehen. Und deswegen wird es dem gar nicht so sehr gerecht. Das war in Episode 1 besser gelöst. Ja, das stimmt. Sie haben... Ne, das verraten wir dann später. Also, Rey, grundsätzlich also weiterhin interessante Charakter, auch zu Recht die Protagonistin, wie ich finde. Absolut. Es hat überhaupt keine Auswirkungen, also man hat ja, also andersrum positiver formuliert, ich fand, es war ein wahnsinnig mutiger und auch richtiger Schritt, der hier eine Hauptprotagonistin zu wählen in Episode 7 und dass das hier in Episode 8 wird das nur bestätigt. Also ich finde es ganz toll, dass wir eben jetzt eine weibliche, also eine Protagonistin haben, die Macht für sich entdeckt und die da auch dann eben entsprechend große Rolle auch spielt. Also da von meiner Seite aus ist die junge Frau auf jeden Fall eine ganz tolle Besetzung, hat aber schon angekündigt, dass sie jetzt nach der Episode 9 für weitere Filme wohl nicht bereitstehen wird. Das hat sie schon, habe ich gelesen, dass sie da wohl kein Interesse hat. Okay, ist auch die Frage, die werden ja wahrscheinlich mit der danach folgenden Trilogie, die jetzt beschlossen ist, also 10, 11 und 12, werden die ja auch dann wieder einen Zeitsprung machen, weswegen das vollkommen okay ist. Also da müsste sie nicht unbedingt, abgesehen davon, dass die jetzt ja an mehreren Stellen bewiesen haben, dass sie das sonst auch digital lösen könnten, wenn es nur um einen Mini-Cameo-Auftritt geht, ist es überhaupt, das ist schon in Ordnung so. Denn es wäre ja totaler Quatsch, wenn die mit Episode 10 einfach da weitermachen, weil dann brauchen sie das nicht als neue Trilogie verkaufen. Also ich denke mal, da wird es auch wieder einen Zeitsprung geben, insofern ist das vollkommen okay. Zur zweiten großen Hauptfigur, Luke Skywalker, hatten wir jetzt ja eigentlich schon viel gesagt. Der lebt da eben auf seiner Insel und da macht er so sein Ding.
Der hat eine ganz wichtige Rolle auch im Laufe des Films, aber auf die Details sollten wir vielleicht wirklich im zweiten Teil dann der Besprechung eingehen. Ja, das geht nicht spoilerfrei. Ja, das denke ich auch. Nummer 3 ist, auch den hatten wir schon kurz angesprochen, der dann quasi der einer der Bösewichte, mit Kylo Ren, gespielt von Adam Driver. Auch hier ein Charakter, der sich eben selbst sucht. Auch da hatten wir schon ein paar Worte zu verloren. Da muss ich ja zum Beispiel sagen, im Wechselspiel mit dem General, wie heißt der, Hux, General Hux, findest du, das funktioniert, das harmoniert, das ist glaubhaft, wie die miteinander umgehen? Oder hast du auch das Gefühl, dass das irgendwie, also dich, das irgendwie waren die, ich weiß nicht, in meinen Notizen habe ich mir formuliert, die sind ja beide, man weiß von Hux ja, dass er durchaus Angst vor der Macht hat, das weiß man schon aus dem 7. Teil. Und andererseits sieht er sich aber ebenbürtig mit Kylo Ren. Findest du, dass dieses Zwischenspiel, dieses Spiel untereinander, dass es funktioniert, dass die Chemie funktioniert? Nicht bis zu einem gewissen Wendepunkt im Film. Da wirkt es ein bisschen, so ein bisschen Bubi-mäßig, so als so zwei Jüngelchen da, sich da ein bisschen um die, ich bin der Bessere, ich bin der Tollere. Später dann ist es dann glaubwürdiger. Nach dem Twist im Film. Ja. Und dann hätten wir natürlich auch noch den dritten großen bösen Bösewicht, den Supreme Leader Snoke. Auch hier gespielt von Andy Serkis, ist ja, also das ist ein Charakter, da haben sich Fans ewig vorher Gedanken gemacht und über ganz viele Details. Der finde ich, also der ist sehr bedrohlich. Der hat auf jeden Fall, auch vielleicht, wenn er Eigenarten mit sich hat, bringt, und ich zum Beispiel auch seine Klamottenwahl sehr interessant finde, weil es sieht einfach aus wie ein schicker Bademantel. Ja. Quasi der Hugh Hefner, der First, ja, oder? Ja, durchaus. Aber das ist schon eine bedrohliche Figur. Die ist auch größer zum Beispiel, ne? Also jetzt nicht so groß, wie das vielleicht aus den aus Episode 7, aus diesem Hologramm da erahnbar gewesen ist, aber der ist schon, es gibt Momente, da ist er direkt face-to-face zu einem anderen Charakter, und da sieht man, dass er einfach irgendwie, der ist größer als ein normaler Mensch. Hast du diesen Eindruck auch, oder wie wirkte der auf dich? Ja, das stimmt, wenn er da auf dem Thron sitzt, der da und sonst irgendwas, ja, das stimmt, der ist schon, wie groß mag der sein, so 2,50, 3 Meter wirkt der, ja. So, ne, also schon, ja, das stimmt, tatsächlich, ja. Aber es ist ja auch nicht so viel, weil man sagt, er ist ja auch kein Mensch einfach. Das weiß man ja, insofern ist die Spezies vielleicht einfach so. Aber weiß man, was er ist? Ist das mal irgendwann geklärt worden? Dafür bin ich wahrscheinlich nicht genug Freak genug. Okay. Irgendjemand wird es wissen. Wahrscheinlich. Irgendjemand wird es garantiert wissen. Sehr gut. Ja, die Hauptcharaktere müssen wir dann noch auf jeden Fall noch mal kurz ansprechen. Poe Dameron wäre als nächstes, genau. Du hast ja schon gesagt, dein Lieblingscharakter. Warum dein Lieblingscharakter? Weil ich einfach, ich mag die, also das ist meine persönlich größte Identifikationsfigur. Das heißt nicht nur, dass er die auf jeden Fall beste Action im Film mitbringt, diese Kampfszenen im Weltraum sind für mich immer ein Grund, solche Filme auch im Kino zu sehen. Ich mag das Rebellische an ihm, also der ist ja durch und durch derjenige, der auch immer lieber erstmal draufhauen und dann fragen, aber im positiven Sinne, das heißt also, wenn er eine Möglichkeit hat, dem Feind Schaden zuzufügen, dann will er das auch irgendwie, und er hat wahnsinnig gute Flugskills, das spricht mich total an, er ist jetzt kein so Poser-mäßig, also der dann damit groß angibt, zumindest wirkt es auf mich nicht so, also für mich ist es einfach so ein bisschen die interessanteste Figur im Sinne von, halt ein junger Typ, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und auch mal auf die Kacke haut. Und das ist auch sehr erfolgreich. Das fand ich einfach irgendwie, wenn ich beeindruckend. Das hat mir ja sehr gut gefallen. Ich finde tatsächlich, dass er sowas ist wie der Han Solo dieser neuen Trilogie. Mhm. So ein bisschen, so typisch, so ein bisschen neben den Ordern, aber man denkt immer so, ja, was macht er da? Er setzt seinen Dickkopf durch und, aber, also so ein bisschen das Rebellische und ein bisschen das nicht so ganz Militärische, so ein bisschen wie Han Solo damals. Also schon durch und durch cool. Ich mag den Charakter wahnsinnig gerne. Und, auch, dass er das Talent dafür hat, aus den richtigen Gründen das Falsche zu tun und ähnliches, also das mag ich schon sehr. Interessant finde ich ja, dass die mit dem, den Ausdruck kann ich benutzen, ohne zu spoilern, mit dem Codebreaker eine Figur etablieren, kurz da angeteased, gezeigt haben, die ja theoretisch von der Veranlagung her am ehesten ein Han Solo hätte sein können. Ja. Aber es komplett nicht ist. Also das ist schon sehr interessant gewesen, aber dazu später mehr. Dieser Codebreaker, der hat ja auch einen
Zusammenhang mit einem, mit dem, ja, eigentlich, ich könnte was sagen, der letzten Hauptfigur, die mir, nee, der doch, neben der vorletzten Hauptfigur, die wir hier noch thematisieren müssen, nämlich mit Finn. Finn ist aus meiner Sicht hier ein Charakter, der selbst für die Geschichte jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel auch zu tun hat damit, aber er hat sogar, es gibt so ganz viele Side-Charaktere, es ganz viele, also eine Handvoll, die eigentlich ihren Moment des Films immer irgendwie mit Finn haben. Ja, also das kann man ja mal sagen. Also natürlich ist hat Finn ja auch eine Vergangenheit. Er ist ja auch selbst ein Stormtrooper, ein ehemaliger. Das heißt, da hat er auf jeden Fall eine Geschichte mit Phasma, die mit Captain Phasma. Das ist also so der ich finde, die haben, wenn überhaupt Phasma, die da einen Anteil an dem Film trägt, dann hat er im Wesentlichen eigentlich nur mit Finn zu tun. Dann gibt es noch eine neue Schauspielerin, eine neue Rolle, die eingeführt worden ist. Ich glaube, Rose heißt die Rolle. Genau, Rose Tico, gespielt von Kelly Marie Tran. Für mich ein toller Charakter, die auch gut da reinpasst, weil die so eine ganz andere Art von Spiel da reinbringt. Mhm. Mochte ich sehr gerne, die während alle anderen schon so komplett verbittert und verzweifelt wirken, hat die immer noch so ein bisschen mehr Hoffnung als alle anderen und ein bisschen mehr Lächeln und dies und das und so ein bisschen, man denkt erst, die wäre so ein bisschen naiv, ist die aber überhaupt nicht, sondern ich mag die sehr gerne, hat die toll gemacht. Ja, aber auch bei ihr ist es so, also sie ist aus meiner Sicht noch kein Hauptcharakter, dafür hat sie einfach nicht genug Screentime, aber den wesentlichen Teil ihrer Geschichte erzählt sie eben auch wieder in Zusammenhang mit Finn, der hier wie so ein Katalysator für verschiedene Charaktere wirkt und unter anderem eben auch für sie. Welchen Zusammenhang es mit Finn gibt, das wollen wir hier vielleicht jetzt noch nicht erwähnen, aber auch hier ist es so, dass, um meine These nochmal zu unterstützen, Finn ist für mich eben so ein Katalysator-Charakter, der eben verschiedene Charaktere mit ins Boot holt und mit diesen Charakteren einzelne Subplots, also so Nebengeschichten erzählt und so mit den Filmen, ja, sagen wir mal, zumindest um viele Handlungsstränge erweitert. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Und genau, das so zu Finn, der auch irgendwie ganz lustig ist, ne? Also ich finde, das ist ein Charakter, der kommt auch mal der ein oder andere Witz, also gerade zu Beginn, der ist ja am Ende von Episode 7, ist er ja anscheinend im Koma. Richtig. Und es gibt dann irgendwann eine Szene, in den Trailern ist er zu sehen, gell? In den Trailern sieht man Finn, oder? Sieht man ihn dann nicht? Ja, ja, doch. Genau. Also, dass der ja wieder aufwacht, das ist schon klar. Okay, genau, alles klar. Und also wie er wieder aufwacht, das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, ja, das stimmt. Er ist recht lustig, wie BB-8 darauf reagiert, weil BB-8 sieht ihn ja zuerst. Ja, genau. BB-8 erzählt es ja quasi Poe Dameron und er sagt, was macht Finn? Also das fand ich schon sehr humorvoll. Überhaupt hat BB-8 die größten Lacher im ganzen Film. Ja, also mit auf jeden Fall. Also, ja genau, also so 3, 4 der größten Lacher sind eindeutig durch BB-8, weil er irgendwie etwas macht, was man ihm so nicht zugetraut hätte oder weil er reagiert, wo man denkt, so echt jetzt? Also fand ich gut gemacht und allgemein, das kann ich auch einfach mal in eine Vorabkritik sagen, dass der Humor wohl dosiert und immer gut gewählt ist. Ganz genau meine Meinung. Also ich finde auch der Humor, da beschwert sich wohl der ein oder andere, es wäre ihm zu viel und zu typisch Disney. Kann ich so nicht bestätigen. Also ich finde auch vom Humor, also mir hat es wirklich gut gefallen und das tut dem Franchise, glaube ich, langfristig auch gut, da so, also wirklich deutlich lockerer an dieses Thema zu und, gehen. Ja, und auch die anderen Teile waren einfach nicht so bierernst, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Es gab schon immer zwischendurch Gags. Jetzt nehmen wir mal den Teil mit den Ewoks, wie viele kleine Side-Gags gab es denn da? Oder R2-D2 und C-3PO, die schon immer für den einen oder anderen Spruch gut waren oder sowas. Also da muss man mal einfach die Kirche im Dorf lassen. Klar ist hier 2, 3 vielleicht mehr eingestreut, aber genau noch im richtigen Maß und auch nie unpassend. Mhm. Also ich finde, sehr gut gelungen, die Mischung hat mir sehr gut gefallen. Mehr hätte es nicht sein dürfen, da wäre es zu sehr ins Tor 3-eske abgedriftet, ja. Aber so war es genau die richtige Mischung und ich fand es wirklich gut und auch mit den Leuten, mit denen ich gestern noch darüber sprach, keiner hat gesagt, das war eben zu viel, sondern im Gegenteil, wir haben alle sehr gelacht und das sehr genossen. Wie fandest du denn, weil du jetzt gemeint hattest, er hat viele so überraschende, lustige Momente, ich finde für wie fandest du denn den Fokus von der Wichtigkeit von ihm als Schlüsselfigur? Es gibt durchaus Szenen, wo es ohne BB-8 nicht vorangehen würde, weil er zum Beispiel was ganz Krasses macht und dann
überhaupt erstmal die Situation quasi entschärft. Wie findest du denn, dass man so sehr viel mehr Fokus auf ihn als wirklich als Charakter ja sogar legt? Finde ich tatsächlich gar nicht so dumm. Man könnte natürlich sagen, das machen die, um noch mehr Spielzeug von dem zu verkaufen. Also das ist erstmal, wow, der kann ja alles, den will ich haben. Aber wenn man mal überlegt, eine der wichtigsten und markantesten Szenen wäre ohne R2-D2 in Episode 4 damals schon nicht gelöst worden. Da wären nämlich alle schon tot gewesen. Da hätte ich mich da schon gerne in der Müllpresse. Und es gab immer Momente, wo die Robotoren letzten Endes allen den Hintern gerettet haben. Das ist hier dann vielleicht das eine oder andere Mal häufiger oder ist der mehr im Fokus als vorher. Aber ich finde das noch in Ordnung. Und es ist ja auch jedes Mal geschickt gemacht worden. Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal so, wieso sollte das jetzt so sein? Sondern es ist ja immer, dass man das logisch nachvollziehen kann, warum der gerade ist, wo er ist. Ja, genau. Also, und irgendwie, also es passt auch immer irgendwie. Er ist ein wirklich ein organischer Teil der Handlung. Der passt da irgendwie auf jeden Fall immer irgendwie auch mit rein. Das gefällt mir sehr gut. Ja, zumal der auch einfach mal eine ganze Ecke weiterentwickelt ist, als ein R2-D2 es war. Es gibt ja eine Szene, wo ihm der Kopf abfällt und man sieht ja, dass er ihn einfach wieder draufmachen kann, weil er ja locker ist. Das ist ja anscheinend irgendwie magnetisch oder so. Also das ist alles schon, der ist ja super weiterentwickelt. Insofern ist nichts davon jetzt so unglaubwürdig in dieser Welt natürlich, dass ich sagen würde, ach nee, das war jetzt zu viel. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein paar längere Worte auch zu Carrie Fisher, die ja die Leia eben spielt. Und ist ja zusammen mit Mark Hamill eben so, wenn man so will, die und natürlich auch ein Stück weit Chewbacca, so eben eine Repräsentanz der alten Filme, der alten Crew, bringt so ein bisschen dieses typische Star Wars mit rein. Wie hat sie dir denn gefallen? Grundsätzlich erstmal schauspielerisch gut und man sieht das ja immer mit einem kleinen Tränchen im Auge, weil man ja weiß, dass sie jetzt tot ist. Ich finde es gut, dass sie auch mehr oder weniger inzwischen als alte, schon fast gebrochen vom Kampf müde gemachte Frau da sich da darstellt und dass das funktioniert einfach. In Episode 7 war sie noch eine Ecke fitter gefühlt. Und so, man merkt, so langsam reibt sie die ganze Kämpferei auf, das Flüchten und das alles, und das signalisiert ihr sehr gut. Und auch sie hängt sich sehr an die Hoffnung, dass Rey ihren Bruder findet. Und das ist alles doch, fand ich super. Richtig gut. Und auch sie sorgt ja für einen kleinen Twist in diesem Film. Also, oder zumindest für eine Situation, mit der man nicht gerechnet hat. Und auch das fand ich mega stark. Ja, das, da müssen wir auch im Spoiler-Teil drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein überraschender. Und das war wirklich einer der Twists auch im Film. Absolut. Den wir jetzt hier an der Stelle natürlich nicht weiter detailverliebt besprechen. Ich würde sagen, da haben wir jetzt doch so die, vor allem die großen Hauptcharaktere alle mal angesprochen. Was man eben durchaus auch mal erwähnen muss, sind zumindest in allgemeiner Formulierung die Sache mit den Nebencharakteren. Du hast vorhin schon gemeint, das gab ja wohl einen längeren Cut, ja, also eine ursprüngliche eine Urfassung des Films von über 3 Stunden, also es gibt von bis zu 4 Stunden, habe ich was gelesen, und die scheint ja nun jetzt offensichtlich deutlich geschnitten worden zu sein, dass wir hier jetzt also inzwischen bei, ich glaube, 152 Minuten sind, also 2,5 Stunden, und was immer noch das Ganze zu einem langen Film macht, aber eben nochmal kürzer als die Rohfassung. Und aus meiner Sicht haben da vor allem die Nebencharaktere drunter gelitten, wie jetzt eben die Phasma, Captain Phasma, oder eben auch die Rolle, die Del Toro da spielt, oder ja, wir haben auch, ganz ehrlich, auch Chewie hat quasi keine erwähnenswerte Screentime. Ist das ein Eindruck, den du bestätigst, dass gerade diese Charaktere da deutlich mehr Tiefe hätten vertragen können? Ja, ich mache das an 2-3 Sachen fest. Also Laura Dern spielt doch jetzt zeitweilig die kommandierende Offizierin. Und auch sie hat viel zu wenig Screentime, um sie, man kann sie weder mögen noch hassen. Und auch da denke ich, das ist einfach zu wenig. Man weiß gar nicht, warum sie agiert, wie sie agiert und welche Verbindung sie zu anderen Leuten hat. Das erwähnt sie zwar kurz, aber man kann es nicht nachvollziehen. Und es fällt mir gerade bei Chewie und bei den Porks auf. Dadurch, dass es so zusammengeschnitten ist, das wirken die Porks einfach nur wie etwas, was platziert wurde, um Spielzeug zu verkaufen, weil die sonst keine einzige Bedeutung haben. Ja. Die sind für 2 Gags im Film gut und ansonsten sind die einfach nur da, um später beim Merch verkauft zu werden. Ich glaube, in der Rohfassung bekommt auch dieser Charakter irgendeine Bedeutung. Die fehlt jetzt aber komplett. Und da kommt jetzt auch mein tatsächlich größter Kritikpunkt, und ich hätte nie gedacht, dass ich den mal in einem Star Wars Film seit Episode 1 nennen muss, das CGI greift da nicht immer.
Das CGI an drei Stellen ist mir das aufgefallen, greift es einfach nicht so sehr. Da habe ich gedacht, wow, über Justice League haben wir wirklich alle über das CGI gelästert. Und bei den Porks sieht man in zwei, drei Einstellungen sehr, sehr deutlich, dass es halt pure Computeranimation ist. Bei den Reittieren später auf dem allerdings sieht man es sehr deutlich. Da habe ich gedacht, oh wow, das ist aber jetzt echt da Greenscreen pur. Und bei einer Flashback-Szene mit Luke Skywalker, der da einmal jünger dargestellt wurde, sieht man es auch sehr deutlich. Mhm. Ja. Und das finde ich schade beim Star Wars. Das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt. Wir reden immer noch hier von Meckern auf ganz, ganz höchstem Niveau. Also das ist jetzt wirklich nur etwas, ich suche den Nadel im Heuhaufen. Aber Fakt ist mal, das ist mir aufgefallen. Tatsächlich hat es gesehen, dann so, oh, schade. Gerade auch, du hast jetzt diese Porks angesprochen. Ich hoffe einfach, dass die noch ein bisschen mehr irgendwie eine Erklärung oder Zeit in der Urfassung hatten oder vielleicht auch in einem Extended Cut bekommen werden. Denn man sieht ja im Trailer, dass die auf dem Falken unterwegs sind, zusammen mit Chewie, ja, das ist ja also so diese, wo die da so sehr präsent präsentiert werden. Dafür gibt es überhaupt keine Erklärung. Also die sind plötzlich da drin. Und ich weiß nicht, ob sie als einfach nur als Spielzeug für ihn oder als Proviant dienen sollen, aber es gibt überhaupt keinen Mehrwert, dass die da sind. Es ist einfach nur lustig. Genau, richtig. Und deswegen wirkt es einfach wie, wir müssen jetzt ein neues Ding etablieren, um das zu verkaufen als Spielzeug. BB-8 wird irgendwann ausgelutscht sein, jetzt brauchen wir was Neues. Und das funktioniert ja. Also wenn du dich jetzt umschaust, das Ding verkauft sich jetzt schon wie geschnitten Brot. Das wird ja wahrscheinlich unter so vielen Weihnachtsbäumen in zwei Wochen liegen, wie sonst wenig Dinge. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und ich hoffe einfach, dass es dafür eine Erklärung gibt, denn, und auch das kann ich spoilerfrei sagen, ansonsten sind das einfach nur irgendwelche Vögel, die auf der Insel leben, auf der auch Luke lebt. Punkt. Hm. Ja. Und das reicht kaum, um die als Charakter zu etablieren. Da gab es andere Charaktere auf der Insel, die ich deutlich lustiger fand. Absolut. Absolut. Die Housekeeping, die waren für zwei, drei richtig coole Szenen. Aber da war ja auch dann Rey unfreiwillig komisch. Ja. Durchaus. Also, das war schon sehr gut gemacht. Ich überfliege jetzt gerade noch meine Liste an Sachen, die wir besprechen können im allgemeinen Teil. Und das ist zum Beispiel auch die Musik. Also erneut ist es so, dass wir hier ein Star Wars typische Musik hören. Oh Gott, jetzt werde ich gleich geschlagen. Wer hat die denn komponiert? John Williams, dankeschön. Also diesmal ist mir sehr positiv aufgefallen. Wir haben alle Motive der bekannten Charaktere, die werden im Hintergrund wieder gespielt. Auch sehr rein. Ich finde generell einfach dieses Schwere, dieses Epische, was sich daraus ergibt, was einfach typisch ist für die Reihe, hat mir wieder sehr gut gefallen. Das fand ich ganz klasse. Absolut, zwischendurch sogar, weil er kurz erwähnt wurde, war der Imperiale March kurz zu hören, weil da wieder kurz erwähnt wurde und so. Also das ist schon, der Score ist absolut auf den Punkt. Das ist, das ist ja so, du sitzt im Kino, in unserem Fall liefen zwei Trailer vorweg, Black Panther und Avengers. Ja, okay, ja, schön, 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 du bist gehypt, alles klar. Und dann kommt dir dieses Tadam und dann hast du diesen Star Wars Schriftzug, der noch genauso ist wie in Episode 4. Dieser gelbe Star Wars Schriftzug und dann kommt die Laufschrift, die Musik dazu und du bist drin. Mhm. Du bist sofort drin. Und das ist einfach, was diese Musik auch den ganzen Film drüber begleitet. Du fühlst dich nie irgendwie fremd, selbst wenn da neue Elemente drin sind. Wow. Das ist so auf den Punkt. Ich liebe das so sehr. Ja, generell Sounddesign, genau wie du sagst, völlig, völlig geil. Es gibt im Film unter anderem auch eine große Explosion. Und das war einfach ganz toll zu hören. Ja? Also es war einfach ein schöner Sound. Das kann man nicht anders sagen. Und das sind auch so Gründe, warum man das vielleicht doch eher im Kino gucken sollte, wenn man zu Hause vielleicht jetzt nicht die riesengroße Anlage stehen hat. Absolut. Sounddesign, fantastisch. Ja. Einen weiteren Punkt, den ich hier auch in meiner Review geschrieben hatte, die heute online geht, ist generell, finde ich, ist es ein sehr schöner Film, ein stylischer Film. In ganz vielen Momenten, speziell wenn es zum Beispiel um Farbwahl geht, also das kann man aus dem Trailer auch soweit schon erkennen, ganz oft treffen immer so ganz krasse Farben aufeinander. Also beispielsweise gibt's ja diese Szene, wo das sieht so aus, als würden Raumschiffe über einen weißen Boden fliegen und dabei roten Rauch hinterlassen. Man weiß im Film, dass es vielleicht nicht unbedingt Rauch ist, sondern was anderes. Aber das sieht einfach schön aus. Das ist ganz toll zu sehen. Ich finde die Shots auf der Insel mit Luke und Rey, da sind richtig schöne Dinger dabei. Alles, was in der Nähe von Snoke spielt, ist einfach total geil. Der hat ja, das ist einfach auch total geil, einfach dieser Thronsaal von Snoke, das ist einfach nur schön. Also ein Blick fürs Optische und da macht man den Regisseuren speziell eben auch den Leuten, die da für Set-Design zuständig sind, da kann man da echt nichts sagen. Das ist einfach ein schöner Film.
Ja, aber das Design hat ja schon immer funktioniert. Immer gemessen an den Jahren, in denen die Dinger erschienen. Wenn ich jetzt mir nur das Plakat von Die letzten Jedi anschaue, da haben die ja oben ist ja Luke zu sehen und das ist ja so rötlich gehalten und unten der von dir beschriebene Rauch und diese Cruiser werden da ja auch schon gezeigt auf dem Plakat. Mhm. Und das ist auch da schon, da sieht man einfach, wie durchgestylt selbst solche Ideen sind. Und das ist ja alles dominierend rot oder grau und lediglich das Lichtschwert von Rey leuchtet blau. Mhm. Alleine so viel Detailverliebtheit haben die, dass sie schon bis ins Kleinste beim Poster drauf achten. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film. Das ist einfach mega. Also das ist alles so unglaublich durchdacht und die bewegen sich ja auch da auf verschiedenen Planeten, Ebenen oder. Und jeder hat so seine eigene Farbgebung, seine eigene Stimmung und alles, das können die wahnsinnig gut. Also Welten kreieren, ja. Da sind wir also auch einer Meinung und ich merke schon, grundsätzlich haben wir ja, glaube ich, eine positive Tendenz, was den Film angeht. Vielleicht wollen wir hier mal so ein vorläufiges also Zwischenfazit ziehen? Oder gibt es jetzt noch einen allgemeinen Punkt, wo du meinst, den sollten wir vielleicht noch ansprechen vorher? Ich finde, dass ein Segment komplett überflüssig ist. Das fließt in die Kritik ein. Also ich will das jetzt hier, um nicht zu spoilern, einfach so benennen. Es gibt Stellen im Film, die ich vorhin als unnötige Länge beschrieben habe. Das ist aber nicht nur Rey betreffend, sondern alles rund um den Codebreaker finde ich fragwürdig. Und das mehr kann ich jetzt gerade nicht dazu sagen, ohne zu spoilern. Ja, definitiv hätte es auch den ein oder anderen Nebenhandlungen weniger hätte es wahrscheinlich auch getan und hätte dem Film keinen Abbruch getan. Absolut. Mit 142 Minuten ist er, glaube ich, auch der längste Star Wars-Film, den es bis jetzt gab. Und das merkt man in einem gewissen Rahmen schon. Mir persönlich fiel es gerade in der Mitte auf, weil es da einfach so Szenenwechsel gibt. Da spielt die komplette Handlung des Films eigentlich an zwei Orten. Und zwischen diesen beiden Orten wird immer wieder hin und her gesprungen. Und das fand ich ein bisschen ermüdend, weil ich nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass in den jeweiligen Szenen großartig was passiert. Also da hatte ich jetzt am ehesten dieses Längengefühl. Und wie gesagt, grundsätzlich, du hast schon recht, das sind so sehr viele Nebenhandlungen, die es vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber wenn du jetzt gesagt dein so Gesamtfazit, also vorläufiges Gesamtfazit ziehen wollen würdest, in welche Richtung würde das gehen? Ist das Daumen hoch, Daumen runter? Ja, ganz klar Daumen hoch. Mhm. Also wer auch nur ein bisschen für dieses Franchise über hat, wird nicht enttäuscht. Während Episode 7 ja eigentlich nur eine Liebeserklärung, eine Hommage quasi von Episode 4 war, geht Episode 8 jetzt einen eigenen Weg und macht es gut. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich habe geschrieben, ein unterhaltsamer Film, ein schöner Film, auch ein bildgewaltiger Film, der jedem Science-Fiction-Fan-Herz lässt auf jeden Fall höher schlagen. Ich würde für jeden Film ins Kino gehen, der mir eine Weltraumschlacht präsentiert und da haben wir hier wahrscheinlich eine der schönsten, die wir seit langem zu sehen bekommen haben im Film. Und insofern ist das von mir auch auf jeden Fall eine Empfehlung für einen schönen Besuch im Kino. Absolut. Also nur zum Vergleich, wir haben es jetzt gerade 20.49 Uhr, das heißt Bewertungen bei IMDb laufen erst seit 2 Stunden und 49 Minuten ein. Der Film ist so wichtig, dass jetzt schon 2.411 Leute was dazu gesagt haben. Mhm. Aktuell steht er bei 8,4. Mhm. Und bei Moviebase gefällt er 94% aller bisher Gewerteten. Also wir sind damit nicht alleine, der Film ist schon sehr gut. So, auf der anderen Seite habe ich auch eine ganze Menge Punkte, die mir nicht gefallen. Die sind allerdings Teil der Handlung und die werden wir jetzt gleich besprechen, sodass ich letztlich übrigens nur 3 von 5 Sternen vergeben habe, weil ich dann doch eine Menge Sachen habe, die mir echt irgendwie aufgestoßen sind, die mir nicht gefallen haben. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen charakteristisch für den Film. Es gibt jede Menge ganz tolle Sachen, die wirklich richtig gut sind. Es gibt aus meiner Sicht aber auch echt ein paar grobe Schnitzer und dieses Hin und Her macht es mir eben hier nicht möglich, von einem sehr guten Film zu sprechen oder gar von einem Meisterwerk, sondern eben ein guter Film, aber eben kein sehr guter. Okay, aber bevor wir jetzt da ins Detail gehen, sollten wir uns vielleicht von all denen verabschieden, die jetzt sich den Kinobesuch nicht ihr Vorfeld kaputt machen möchten. Ganz genau. Ganz genau. Also dann hier an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die
da jetzt sich noch nicht spoilern lassen wollen, es wird also so sein, dass ihr jetzt natürlich die Möglichkeit habt, mal ins Kino zu rennen, dann guckt euch den Film mal ganz genau an und dann könnt ihr hier nochmal reinschalten bei uns beim Telestammtisch. Und denn es gibt durchaus auch eine ganze Menge Punkte, die wir jetzt besprechen wollen. Die sind allerdings jetzt volles Spoiler-Territorium und wir wollen euch nicht kaputt machen, denn der Film, der funktioniert deutlich besser, wenn man nicht weiß, was da für Twists enthalten sind. Insofern wünschen wir euch viel Spaß im Kino. Darth Vader ist Lukes Vater. Psst. Und Leia ist eigentlich schwul. Ja. Dann also vielen Dank schon mal und ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, auf Pause drücken oder den Podcast auszumachen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Alle anderen, die bleiben jetzt besser dran und hören sich die ganzen Details an, die wir jetzt besprechen wollen. Und so, Sind alle weg? Los geht's. So, bang, da ist er. Bang. Also es waren doch durchaus ein paar Sachen drin, die überraschen. Absolut. Jetzt kann ich ja sagen, also das will ich gleich von Felix sagen, mein Kritikpunkt, der mir am sauesten aufgestoßen ist. Ganz ehrlich, der Ausflug von Finn und Rose auf den Glücksspielplanet war komplett sinnlos. Mhm. Völlig. Komplett, hätte man anders lösen können. Ohne diesen blöden Dialog von Poe mit diesem, ich kann es nicht selber machen, ich habe aber einen Codebreaker für euch und all dies und wir inzwischen nicht eingeknastet, all das komplett sinnfrei. Trägt nichts zur Story bei und all das, was dann passiert und daraus resultiert, hätte man mit einem anders lösen können. Ja. Über eine halbe Stunde Film verschenkt. Und das, wofür war diese Szene überhaupt gedacht? Ja, im Endeffekt hat sie ja neben Finn zwei weiteren Charakteren ein bisschen Screentime gegeben. Das ist nämlich einmal sein potenziellen Love Interest, diese Rose, die da eben quasi dann überhaupt jetzt erstmal da effektiv was zu tun kriegt. Denn vorher war die ja irgendwie noch, also bis auf ein bisschen rumfliegen und ein bisschen reparieren, hatte die eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nichts zu tun. Also sorgt sie, ist der Ausflug eigentlich dafür da, den beiden mal ein bisschen gemeinsame Zeit zu gönnen. Und dann haben wir natürlich dann die Einführung eben auch von diesem Codebreaker gespielt von Del Toro. Und ja, wie du schon sagst, also ob es den jetzt unbedingt gebraucht hätte, um den Film voranzutreiben, mag ich mal arg bezweifeln. Ganz ehrlich, er sorgt ja dafür letztendlich, dass die dann geschnappt werden. Ja. Aber das hättest du nicht gebraucht. Das hätte einfach so, ja, die Rose wäre halt auch eine Codebreakerin, die wäre halt eine gute Hackerin, die versuchen das selber, werden dabei geschnappt, wären am gleichen Punkt gewesen, hätten uns alles drumherum sparen können. Völlig richtig. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, da weiß ich nicht genau, ob da ist wahrscheinlich einfach viel eben dem Schnitt zum Opfer gefallen, ob da nicht vielleicht ein bisschen mehr gegangen wäre. Und man muss sich generell auch fragen, die ganze Kulisse dort, das ist also eben ein Glücksspielplanet, ein Casino-Planet, da stehen halt also Häuser, dort ist alles so ein bisschen schick am Meer, erinnert vielleicht so ein bisschen an den einen oder anderen Urlaub irgendwie am Strand, ja. Und ist das abgespaced und futuristisch genug, um mich nicht vielleicht doch so sehr einfach an die normale Realität zu erinnern? Also ist das genug Star Wars? Oder ist das eben eigentlich gerade, wenn das immer, vielleicht doch irgendwie auch, keine Ahnung, das könnte irgendeine italienische Innenstadt auch teilweise sein, ist das zu sehr ein fremder Planet oder ist es eigentlich ein Urlaubsdomizil, meinetwegen auf Mallorca? Nee, ich habe eher gedacht, die würden jetzt nach Las Vegas fliegen. Ja, das genau. Die waren halt kurzzeitig im Caesars Palace und haben da den Codebreaker gesucht. Also ich fand das alles so drüber weg. Und auch dann mit den Kids und mit diesen Reittieren allen drunter, das war alles so überflüssig. Komplett überflüssig. Ich habe das, in dem Moment schaust du das und das ist ja auch ganz nett. Und habe ich gedacht, na, wollen sie jetzt noch eine andere Gruppe kultig machen, wie damals die Cantina-Band. Aber es haben sich gesperrt, obwohl eine ähnliche Musik im Hintergrund lief. Da wurden da ein paar absurde Charaktere gezeigt. Aber im Endeffekt, das war alles so sinnlos. Die Szene war dann vorbei letzten Endes. Und da habe ich gedacht so, okay, warum? Mhm. Warum wurde ich jetzt eine halbe Stunde lang über diesen Planeten gescheucht, ohne dass der auch nur irgendwas zur Story beiträgt? Dann hätten die lieber andere Charaktere besser ausarbeiten sollen, wie zum Beispiel die Stellenweise, die Führung hat, die, ich weiß ja leider nicht, wie die General irgendwas heißt, die da gespielt von Laura Dern, die ja sich mit Poe Dameron mehrfach anlegt oder umgekehrt. Vice Admiral Emmeline Holdo. Weiß ich Bescheid. Ja. Okay, auf jeden Fall fand ich grundsätzlich interessant als Charakter, aber mir fehlt ihre Beweggründe. Sie hat mehrfach angedeutet, dass sie ja anscheinend zu Leia eine besondere Verbindung hat und von der viel gelernt hat und. Aber das geht ja überhaupt nicht, man sieht es ja nicht, man weiß es ja nicht. Ja. Die hätte mehr Screentime gebraucht und dafür hätte ich diese Casino-Dings einfach weggestrichen. Dieser ganze emotionale Abschied ergibt dann irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen wirkt aufgesetzt, dadurch, dass man eben nicht weiß, was sie eigentlich verbindet. Genau. Das kann ich bestätigen. Ja. Mein wirklich
größter Kritikpunkt, das ist mir während des Schauens aufgefallen und hat sich dann blöderweise auch gleich zweimal im Film eingestellt. Also es sterben ja durchaus eben auch die ein oder andere Person, Charakter in dem Film. Und das jetzt wirklich massiver Spoiler, also an der Stelle wirklich nochmal massiver Spoiler. Wer das jetzt nicht hören will, der, ich meine, es geht um den Tod von Charakteren, das ist halt wirklich heftig, der sollte hier vielleicht mal 3 Minuten gerade ausspringen. Und zwar einmal der Tod von Supreme Leader Snoke. Ich finde, der war unwürdig. Das ist also ein Charakter, der ist wahnsinnig mächtig, der kriegt alles mit, der kann Leute über viele Meter Distanz Gehirn, quasi deren Gedanken lesen und will nicht mitgekriegt haben, wie sein Schüler nebenbei das Lichtschwert da bedient oder an dem Lichtschwert da rumspielt, das direkt neben ihm liegt. Und das fand ich einfach, das war ein unwürdiger Tod. Ja, man wusste quasi, dass etwas in dieser Art passieren würde. Die ganze Situation spielt ja darauf an, dass Kylo da in diesem Moment kurzzeitig kippen würde. Aber die Art und Weise, wie es gemacht haben, war tatsächlich billig. Ja. Also, und billig, jetzt mal kurz, um von dem Kritikpunkt wegzukommen, ganz kurz, ein cooler Gag ist tatsächlich, wie R2-D2 auftaucht, Luke sich freut und sagt, nichts kann mich dazu bewegen, wieder zurückzugehen. Und dann spielt er das Originalvideo aus Episode 4 ab. Und dann sagt er doch, what a cheap move. Saugeil, saugeil. Aber gut, Entschuldigung, ich drifte ab. Es ist schon richtig, es passt ja auch, weil das hat im Endeffekt ja dann auch den zweiten Moment, es gab eine Handvoll Tode, aber den aus meiner Sicht zweiten, irgendwie eher bescheidenen Tod, nämlich den vom zweiten großen Protagonisten von Luke Skywalker, ja, im Endeffekt auch ein bisschen mit verursacht. Denn dieses Video sorgt im Endeffekt dafür, dass er sich dann doch irgendwie einmischen will. Das könnte ein Grund gewesen sein, dass er sich dann aktiv mit in den Kampf einschaltet. Mag sein, aber so richtig aktiv ist er ja nicht, sondern nur auf der Metaebene. Aber ich fand tatsächlich diesen Tod sogar würdig und schön. Es erinnerte ein bisschen an den Tod von Obi-Wan in Episode 4. Aber warum? Denn, weil ja auch der auf einmal dann sich aufgelöst hat. Er hat ja quasi die Sache erledigt, die er wollte, und der ist dann ja gar nicht wirklich getroffen worden damals von Darth Vader, und auch jetzt wird ja Luke gar nicht bewusst getroffen, sondern er geht ja quasi sogar friedlich mit einem Blick auf den Sonnenuntergang einfach in den Tod. Ich fand tatsächlich nach dem, was er noch erreicht hat, mit dem, was er tut, und dann, ich fand das absolut in Ordnung. Für mich war das cool. Wäre er irgendwie im Kampf gefallen, hätte es mich wahnsinnig geärgert. Für mich war das die beste Art und Weise, ihn zu verabschieden. Es gibt doch, das sieht man gleich in den ersten Minuten, wenn Ray die Insel erkundet, doch unter Wasser noch diesen X-Ray irgendwo liegen. Ich weiß nicht, kennst du dich genug aus? Hätte er mit diesem Schiff die Möglichkeit gehabt, vorausgesetzt, es fliegt überhaupt noch, Ray hinterher zu fliegen und einfach das Ding kann doch auch hier Lichtgeschwindigkeit fliegen. Vorausgesetzt, er hat ein bisschen Treibstoff, hätte er auch persönlich hinfliegen können. Also ich sehe ein, dass er zu dem Zeitpunkt, als Ray geht, weil sie quasi enttäuscht ist von ihm und von was er auch gemacht hat in der Vergangenheit und dass er nicht nur eben eine weiße Weste hat, sondern eben auch Mist gebaut hat, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit ist, ihr zu folgen. Aber dann gibt es halt eben einen Moment, den verrate ich jetzt nicht, das tut nicht Not, aber gibt dann noch eine überraschende Erkenntnis, die er aufgrund eines Freundes hat und dass sich dann eben offensichtlich doch entscheidet, aktiv einzugreifen. Hätte er mit diesem X-Ray nicht die Möglichkeit gehabt, doch persönlich hinzufliegen? Weil entweder stirbt er, weil ihn diese, sag ich mal, Holo-Meta-Macht-Transportation auf diesen anderen Planeten da irgendwie, also eben offensichtlich kaputt macht und aussaugt, oder er stirbt vor Ort im Krieg beim Kämpfen. Also hätte er damit noch fliegen können? Ich denke schon. Ich glaube, hier ging es darum, ich glaube nicht, dass man fliegen kann. Etwas, was seit Jahren unter Wasser liegt, wird wahrscheinlich eher nicht mehr flugbereit sein. Aber selbst wenn das möglich gewesen wäre, dann hätte er im Kampf ja gegen Kylo Ren verloren. Und das wäre schneller gegangen als das, was er tatsächlich erreicht hat, diese mega Ablenkung. Denn überlege mal bitte, was passiert? Die schießen mit allem, was sie haben, auf den, da wäre es schon durch gewesen. Ja. Und das heißt, die anderen hätten nicht fliehen können. Unterm Strich hat er das erreicht, was er wollte. Er wollte denen Hoffnung geben. Hoffnung durch die Flucht. Und das hat er getan. Aber der hat sich doch nicht dahin gebeamt, ist er nicht. Also er hat sich dann so hintransportiert auf seine metaphysischen Ebene mit der Absicht, sich da erstmal die alle abzulenken und sich da mit den ganzen Waffen da vollschießen zu lassen. Das war doch nicht seine Absicht. Der hat mal geguckt, seine Absicht war, die lange genug aufzuhalten, um die flüchten lassen zu können, weil er wusste, alleine kann er die Armee eh nicht aufhalten. Das kann auch ein Luke Skywalker nicht. Das war genau sein Plan.
Und dann steht er da als, ich bezeichne es mal als Energiewesen, was man zu dem Zeitpunkt alles nicht weiß. Und es gibt da einen Kampf, aber müsste Kylo Ren das nicht irgendwie merken? Ich meine, er kämpft gegen den, ja, und er macht da voll die Matrix-Moves und weicht dem Lichtschwert aus. Und das müsste Kylo doch merken. Nee, warum? Überleg mal, wie stark das ist. Wir reden hier von einem Jedi-Meister, von dem Jedi-Meister. Und der immerhin das anders verkörpern wollte als alle anderen, hast du selber einleitend gesagt. Ich habe das tatsächlich, ich habe das so genommen, ich fand das gut. Kylo, gedrängt voll Wut, zu dem Zeitpunkt ja, ich meine, machen wir uns jetzt vor, er hat ja Snoke nun mal umgebracht, das haben wir gerade schon gesagt, und ist jetzt selber der neue Supreme Leader, der will ganz klar zeigen, dass er der große Macher ist, dass er auch über seinem Meister steht, der ist so voll getrieben, voll Wut, voll blindem Hass und ich ziehe das jetzt durch und ich bin jetzt der wahre Meister, ich kann mir schon vorstellen, dass einem das dann entgeht. Also ich habe das gefressen und deswegen fand ich auch den Tod in Ordnung. Abgesehen davon, na klar, wäre er da rausgefallen, wäre er auf jeden Fall gestorben. Vielleicht wusste er gar nicht, dass ihn das auffressen würde, dass er davon stirbt. Hat es dann irgendwann bemerkt, hat es dann wohl zur Kenntnis genommen, okay, meine Mission ist jetzt beendet. Ich glaube, der ist ja nicht da losgegangen nach dem Motto, wenn ich das jetzt mache, werde ich sterben. Ich habe mich genau in dem Moment, wo er dann eben realisiert, okay, ich gucke jetzt noch ein letztes Mal in die Sonne, da hätte ich es ganz gut gefunden, wenn man vielleicht noch die Geister anderer verstorbener Jedi-Meister mal kurz zeigt. Das wäre sicherlich machbar gewesen. Gut, man hätte halt ein paar Leute casten müssen, okay. Aber das hätte ich irgendwie noch ganz schön gefunden. Das hätte dem Ganzen so ein bisschen mehr Würde verliehen. So kriecht er da alleine auf seinem Stein rum. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir das von ihm sehen. Der wird genauso wie es damals schon an Yoda oder Obi-Wan getan haben oder Qui-Gon oder so, die werden nochmal auftauchen. Okay. Er wird in irgendeiner Form nochmal als Erscheinung irgendwie, er wird nochmal mit Rey kommunizieren im nächsten Teil, davon bin ich überzeugt. Vielleicht können wir noch so ein bisschen so ein bisschen so das Thema ankratzen, weil ich weiß, dass du, glaube ich, auch hier noch einen Termin hast heute. Nochmal kurz ankratzen, was du glaubst, wie das jetzt generell weitergehen könnte. Wir haben ja jetzt hier also eine Situation, wo man so ein bisschen sagen kann, am Ende des Films ist fast wie am Anfang des Films, nämlich dass unsere Protagonisten sind alle versammelt. Wir haben aus der Anfangsbesetzung des Films gesehen, auch eigentlich keinen wichtigen Tode, also insofern wichtigen Tode, als dass sie für die unmittelbare Haupthandlung jetzt wichtig wären, sondern eigentlich sind nur andere wichtige Charaktere gestorben, die jetzt quasi auch in dem Film erstmals eine größere Rolle spielen. Und jetzt frage ich mich halt, auch gerade im Hinblick darauf, dass die Rebellion ja eigentlich so zumindest von reinen Zahlen her gesehen so in den letzten Zuckungen liegen dürfte, wie das so weitergehen kann. Und ob eben dieser Funke, den sie da jetzt entfachen wollen, um die Rebellion quasi neu zu starten, ob das realistisch ist oder ob ich da, ob wir hier jetzt eigentlich nur noch einen Film lang zugucken dürfen, wie die große faschistische Militärmacht eine Handvoll Rebellen jagt. Eine Mischung aus beidem. Ich glaube, spätestens dadurch, dass erstmal, was Luke für die getan hat und auch wie am Ende Rey ja ganz deutlich zeigt, dass sie die Macht dann doch sehr stark nach dem Motto, oh, nur ein paar Steine bewegen. Also jetzt haben sie ihre Hoffnungsfigur direkt an ihrer Seite kämpfend. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zum Anfang des Films. Und jetzt ist klar, die sind dezimiert ohne Ende. Von was haben die Anfang gesagt? 4000 sind jetzt noch 400 oder so übrig geblieben, wenn überhaupt. Also sind ja wirklich nur noch eine Handvoll, mehr oder weniger. Aber man hat ja durch die Szene ganz am Ende mit dem Jungen gezeigt, dass die ja da draußen auch was bewegen. Die haben ja wieder Hoffnung geweckt an anderer Stelle. So gesehen hat der Ausflug auf den Glücksspielplanet zumindest das Gute gehabt. Dass die irgendwo da unten auch Hoffnung geweckt haben. Der Junge trägt ja sogar den Ring der Rebellion. Und hat sogar anscheinend die Macht, ne? Wie auch und er hat anscheinend die Macht, der zumindest den Besen bewegt. Oder es ist halt sowas wie ein elektrischer, wie so ein Staubsauger, wie wir die heutzutage ja, haben. Ja, vielleicht auch das, genau. Ja, aber irgendwo ist da anscheinend jetzt Hoffnung aufgekeimt. Da ist noch irgendwas. Und das wird denen helfen. Denn warum soll nicht irgendwann das Volk von der Hoffnung getrieben sich auch irgendwann auflehnen? Okay. Ja, so ein bisschen Hunger Games mäßig. Ja, ja, das ist tatsächlich ein ganz guter Vergleich. Ich frage mich halt nur, wo die jetzt ihre Truppen herkriegen wollen, denn
Gut, also was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber diese Lady aus dem, mit dieser, diese Alien-Lady, die ältere mit dieser Brille, die diesen Holog, also man sieht so quasi eine Aufnahme von ihr, wie sie so einen Kampf macht und währenddessen so eine Art Videotelefonie gerade mit, ja, der, ich glaube, mit sogar mit Poe Dameron da macht und die man auch aus Episode 7 aus dem Tempel kennt. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nochmal eine Rolle spielt und so ein bisschen auch so den Support vielleicht dann übernimmt. Aber alles, das ist alles nur Spekulation, weil effektiv muss die Rebellion, die letzten Überlebenden der Rebellion passen alle auf den Falken am Ende des Films. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ja, alle Leute, die es noch gibt von der Rebellion, passen auf dieses eine Schiff. So viele können es nicht sein. Da muss man ja, also nochmal aufstacken. Ja, genau. Es ist ja nicht gesagt, ich meine, es ist ja relativ leicht plotmäßig zu erklären, dass da vielleicht irgendwo noch eine andere Rebellionsbasis gibt oder Leute von verstreuten Kämpfern, die sich versteckt hielten oder. Mhm. Also ich glaube, in Zeiten von Krieg und von einer riesigen Bedrohung ist es ja nicht verwunderlich, wenn sich da eine Truppe irgendwo versteckt oder hier welche. Also das ist schon noch erklärbar. Natürlich wird es viel da wieder von einer Aktion aller Todesstern abhängen. Irgendwas ganz Besonderes, was dann passiert. Das Finale wird dann dementsprechend schon wow Effekt haben müssen, um überhaupt was bewegen zu können. Aber auch das, glaube ich, kriegt man storytechnisch noch hin. Aber du hast natürlich recht, stimmt, das können keine 400 sein, weil am Ende sind alle auf dem Falken. Genau, die sind ja irgendwie alle unterwegs. Aber bietet vielleicht auch so ein bisschen so Phönix aus der Asche mäßig Potenzial, da vielleicht auch so ein bisschen mit so Infiltration oder so. Also da kann ich mir einiges vorstellen, um vielleicht auch mit wenig Mann viel zu bewirken. Denn ja, wir haben ja auch gesehen, selbst so ein riesengroßes Mega-Monster-Schiff vom Supreme Leader, was echt übelst beeindruckend aussieht im Kino, also das ist echt ein fantastischer, also das sieht einfach nur geil aus, selbst das kriegt man kaputt. Absolut, deswegen. Was ich krass finde, das habe ich vorhin schon angeteased, Poe Dameron neigt ja dazu, die falschen Entscheidungen aus den richtigen Gründen zu treffen. Mhm. Dieser Twist ist ja wirklich da wollten wir drauf eingehen, warum Leia auf einmal dann sich offensichtlich zumindest kurzzeitig gegen ihn stellt. Da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? Ich meine, die fliehen da und Poe will die ja retten und offensichtlich lässt der hier, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, du weißt, wie ich meine, die lässt ja offensichtlich in den Tod fliegen. Dabei haben die schon längst einen Plan, einen ganz anderen Plan, von dem auch Leia weiß. Das war schon wirklich ein Twist, wo ich dachte, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das formuliert sie auch sehr schön, das habe ich mir sogar notiert. Und zwar hat er gemeint, da draußen sind quasi Helden gestorben, der Heroes died out there oder sowas, sagt er. Und da meint er, ja, das sind Helden, aber eben keine Anführer. Und genau das ist der Unterschied in der Denkweise, den die beiden Charaktere haben. Beide meinen es gut, aber der eine denkt halt eben eher so impulsiv und der andere eben eher langfristig. Genau, richtig. Also das fand ich einfach eine sehr coole Szene. Und am Ende übergibt sie ja ganz klar die Führung an Poe. Mhm. Warum schaut ihr mich an, folgt ihm? Also spätestens da hat sie den Staffelstab einfach an ihn weitergegeben. Und das ist auch sehr gut, denn wir können gespannt sein, wie ihre Rolle in Episode 9 umgesetzt sein wird und ja, wie man eben auch den Tod von Carrie Fisher thematisieren wird. Da bin ich also wirklich sehr gespannt. Hätten wir nämlich auch sehr gut vorstellen können, es gibt hier auch in dem Film eine Szene, wo man kurz denkt, sie wäre eigentlich tot, dass man das irgendwie nutzt, weil ab dem Zeitpunkt hätte man ihre Rolle oder das, was ihre Rolle noch an effektiver Auswirkung auf die Handlung hat, sich ja auch irgendwie anders noch gestalten können, was aber wahrscheinlich mit dicken Nachdrehs zu tun gehabt hätte oder zur Folge gehabt hätte. Also bin ich gespannt, ja, was noch kommt. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende von Episode 9 noch lebt als Charakter, ist relativ gering. Das denke ich auch, ja. Sehr gut. Dann haben wir die wesentlichen Punkte hier soweit besprochen. Es gibt eigentlich tausend Sachen zu besprechen. Also ich sitze im Film, mir fallen ganz viele Sachen ein. Keine Ahnung, was weiß ich, können 3 Tage Bootcamp bei Luke Skywalker überhaupt dafür sorgen, dass du zu einem perfekt ausgebildeten Jedi wirst, so wie sie am Ende von ihm auch bezeichnet wird? Keine Ahnung, wie sind eben einzelne Charaktere, sind die wirklich nötig, sind die nicht nötig? Hat man sich in Episode 7 schon überlegt gehabt, was man in Episode 8 Phasma sterben lassen will? Das sind also Sachen, weiß man nicht, keine Ahnung. Insgesamt finde ich aber das Gesamtgleichgewicht, also die vielen guten Momente, kompensieren auch viel von dem, was mir echt zu denken gegeben hat in dem Film. Und so ist es von meiner Seite aus auf jeden Fall weiterhin eine Empfehlung. Wie sind deine finalen Worte zum Film? Auch gern mit dem ein oder anderen, vielleicht Spoiler noch mit drin, wenn du möchtest.
Ein Spoiler, viel mehr können wir gar nicht mehr spoilern. Wir haben alles Wichtige abgehakt. Ich muss sagen, ich bin da rausgekommen, habe mir da natürlich Gedanken gemacht, war die Szene nötig, war die Szene nötig? Und diese 3 Tage Training von Ray mit Luke wurden ja einfach mal gestreckt ohne Ende mit endlosen Dialogen und inneren Zerrissen halt mit Kylo gegen Kylo und so weiter. Das war einfach zu lang. Sie hat tatsächlich gefühlt mehr Zeit damit verbracht, an sich zu zweifeln an der Mission als am Training, mit dem Training. Was ich schade finde, das hätte man anders lösen können. Aber alles in allem fühlte mich trotzdem sehr gut unterhalten. Das Star Wars-Feeling ist zu jeder Zeit vorhanden. Ich finde schon, dass die Story an entscheidenden Punkten weitergekommen ist. An manchen Punkten hätte man noch ein Stückchen mehr machen können, aber umso gehypter bin ich auf Episode 9 und ich finde, ja, das ist auf jeden Fall, gehen die da den richtigen Weg. Das denke ich auch, das denke ich auch. Wir sind auch sehr gespannt und vielen Dank für deine Zeit, Marco. Ach, sehr gerne. Das freut mich immer wieder, wenn wir Expertisen wie deine hier auch im Podcast begrüßen dürfen und würde mich freuen, auch wenn wir das unbedingt nochmal irgendwann wiederholen können. Ja, klar, sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt auch viel Erfolg mit deinem neuen Projekt, mit dem Mindfuck-Podcast und ich weiß, dass jetzt, glaube ich, auch nochmal gerade im Anschluss nochmal eine neue Aufnahme ansteht. Und, nee, nur noch Nachbearbeitung. Wir haben die tatsächlich heute vorgezogen, aber ich bin noch einmal bearbeitet. Ah ja, okay. Und genau, die Namen, die Links, das packe ich alles in die Shownotes. Das heißt also auch für unsere Hörer, die das hier heute mal hören, die können sich da auf jeden Fall mal einen Eindruck dann von deinen anderen Projekten machen. Und jetzt hier im Anschluss kriegt ihr noch einen kurzen Einspieler von einem Kollegen von Nerdizismus. Da haben wir auch nochmal eine kurze Zusammenfassung von seiner Meinung und dann hoffe ich, dass ihr da insgesamt heute ein bisschen was von uns mitgenommen habt und ich hoffe auch ehrlich, dass ihr euch den Film im Kino anschauen werdet, denn er ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Hallo, hier ist der Chris vom Nerdizismus-Podcast und ich wurde gebeten, mal 2, 3 Sätze zum neuen Star Wars zu sagen. Ich werde an dieser Stelle etwas spoilern, nicht was die Handlung angeht, das wäre wirklich ein bisschen gemein, aber was die Bewertung von ein paar Charakteren angeht, die in dem Film vorkommen. Also ein paar leichte Spoiler sind drin, aber nichts, was irgendwie die Handlung oder so verraten sollte. Wie fand ich den Film jetzt? Ich fand ihn generell ganz gut, allerdings viel zu lang. Es gibt 2 Handlungsstränge, speziell die auf dem Casino-Planeten, die komplett unnötig sind, die nichts dazu Story beitragen, was man auch ganz anders hätte lösen können. Und dann auch die Einführung vom Charakter von Benicio del Toro, der auch völlig verschenkt ist. Mal wieder völlig verschenkt ist auch Captain Plasma. Das war auch wieder komplett albern. Dann hätte man den Charakter eigentlich niemals in die Filme überhaupt reinbringen müssen, wenn man gar nicht weiß, was man damit irgendwie anfangen soll. Ansonsten gibt es wirklich 2, 3 echte What-the-fuck-Momente, 2, 3 geniale Momente, ein Hammer-Moment, der leider dann auch sofort wieder von Mary Poppins ruiniert wird. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, der Film ist meiner Meinung nach zu lang. Man merkt dem Film an, dass er kräftig geschnitten wurde. Die Urfassung war wohl 3,5 Stunden lang. Man hat den jetzt auf 2,5 Stunden gekürzt. Das ist immer noch zu lang, wenn man bedenkt, dass der Scope dieses Films, die eigentliche Handlung innerhalb von 6 bis 7 Stunden stattfinden soll, was aber gar nicht geht. Da hat man so ein bisschen Game of Thrones mäßige Probleme, was zeitlichen Ablauf angeht. Aber sei es drum. Die Visuals sind größtenteils sensationell, teilweise aber auch grottenschlecht. Es gibt wirklich 2, 3 Visuals, die sehen so beschissen aus oder die Props sehen aus wie direkt vom IKEA Fake Früchteregal geklaut. Da weiß ich nicht, wie sowas durch die Post-Pro bei einem Budget wie bei Star Wars durchgegangen ist. Alles in allem ist der Film weitaus besser als The Force Awakens. Das ist aber auch meiner Meinung nach nicht schwer gewesen. Er kommt aber noch lange nicht an Empire ran oder auch an Rogue One. Vielleicht kann man noch den Film so zusammenfassen und das ist meine Hoffnung für Episode 9, denn mit diesem Film ist eigentlich Empire und Return of the Jedi komplett verwurstelt worden. Also alles, was in diesen 2 Filmen irgendwie stattfindet, wurde jetzt in dem Film nochmal verwurstelt, ohne es ganz so krass nachzuerzählen wie bei The Force Awakens. Und die Freiheiten, die man sich genommen hat, die machen mich froh für Episode 9, denn ich glaube, da hat man jetzt einen Sandkasten, aus dem man wirklich sich bedienen kann. Das war's von Nerdizismus und jetzt noch viel Spaß mit dem Telestammtisch. Ciao!
brauche Hilfe. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie, wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Komm schon! Star Wars, die letzten Jedi. Ab 14. Dezember im Kino.